Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibären Banal. Es ist hier eine neue Folge StarCraft 2 mit mir, mit den Multibären gegen Protoss, mit Protoss auf 16-Bit LE. So, ich bin ein bisschen optimistischer. Ich fühle mich wieder ein bisschen besser im Spiel, aber wir werden sehen, bis wir den ersten Zerg-Gegner treffen. So, Mirror Match, ja. Ist jetzt auch nicht so grandios. Da kann jeder schießen und alles kommen. Und wir spielen natürlich mit Double Gate Opening und gucken, was der Gegner macht, und dann werden wir sehen, was wir machen können. Hoffentlich spielt er keine Flieger. Ich hasse Fliegerduelle. Protoss. Das ist immer sehr. Naja, ist halt Mirror Match. Wer die Fehler macht, hat meistens verloren. Also, wenn irgendein Fehler macht. Zum Beispiel, wenn er jetzt eine Base baut, zuerst nimmt, also frühe Echse setzt, dann welchen All-In. Dann macht er diesen Fehler hier. Das macht man eigentlich nicht in TOS. Seine Base zu bauen. Doppelgas, Standard, alles bis jetzt. So. Wir nehmen auf jeden Fall eine späte Echse. Dann müssen wir zuerst die Verteidigung aufbauen. Eure Sonden werden angegriffen. So, ist die Frage, was er nimmt. Wir nehmen auf jeden Fall eine Echse. Ja, nochmal zwei Stalker bauen vorher, bevor wir die Echsen nehmen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich werde mal oben reinschauen. Er baut vorne einen Pylon, das ist schon mal gut. Dann vielleicht doch keine Echse. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Wir werden, ja, wir gehen erstmal Stress machen. Hat auf jeden Fall auch Sorge gebaut, also alles Standard. Ah, ich habe ein bisschen mein Gas verspennt. Ich bin das Herz der Finsternis. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir sind eins. Ach, verläufst nicht! Ah, das ist schon durch. Ach, Mann. So, Pylonen verrafft. Ich glaube, das Spiel ist schon komplett durch. Was ist euer Ruf? Ich bin. Wir sind eins. Kalt, was ich bin. Warum ist auch mein Nexus nicht auf der 5? Ne? Mirror Match. Ich bin das Herz der Finsternis. Was zum Beispiel? Ich bin die Stimme der Finsternis. Warum unbedingt ein Robo? Sieht nicht nach einem All-In aus. Was ist euer Begehr? Sieht auf jeden Fall nach einem All-In aus. Gates, ganz wichtig. Wir
gucken nochmal raus, ob wir vielleicht doch das Orakel erwischen. GG! All in abgewehrt. Hat er keine Extra anscheinend? Haben es doch gewonnen, ne? Gut, war jetzt nicht. Fehlt dann halt irgendwie dann doch die Unsterblichen. Aber das mit dem Void Ray. Hier ist das Ding. Warp Prism. Reinladen und wieder rausladen ist nicht schlecht, aber man muss halt darauf achten, dass sie halt nicht zu sehr runtergeschossen werden, die Stalker. Weil sobald du sie wieder ausgeladen hast, hab ich sie weggeschmacht. Also. War nicht schlecht, war aber auch nicht perfekt. Das waren ja eigentlich Dia 2, okay. Was sind wir jetzt mittlerweile? Ah, sind wieder kurz vor Dia 2. Ah, gut, egal. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschö, tschö, Multibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschö, tschö.